Hashtag alte Spiele sind Gott und den neuen Shit will keiner sehen. Willkommen zu einem kleinen Schnelllauf. Zu einem kleinen Speedrun. Habe ich mir gedacht, mache ich mal wieder. Beziehungsweise habe ich mir eigentlich gar nicht gedacht, dass ich das mal wieder mache. Beziehungsweise ich wurde eigentlich dazu gedrängt. Beziehungsweise Chrissy wollte das sehen. Hallo Chrissy! Das mache ich jetzt extra nur für sie. Deswegen ganz viel Chrissy in die Tags schreiben. Oh Gott, ich habe damals richtig gut und schnell das gespeedrunnt, Donkey Kong Country 1, aber das ist jetzt schon lange her, dass ich das gespeedrunnt habe. Deswegen kann das sein, dass es schon relativ langsam sein wird, wenn ich, wie ich hier durch krieche, mich durchschlängel. Eine kleine Penisschlange, so. So. Okay, für Speedrun haben sich viele Leute darüber gefreut, deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht noch einen machen? Aber ich wusste halt nicht, welches Spiel. Naja. Hier haben wir den Salat Donkey Kong Country 1. Viel muss ich über dieses Spiel nicht sagen, es ist einfach geil. Wer sagt, das ist nicht gut, hat keine Ahnung, ist ein übelstes Opfer und wird zusammengeschlagen von mir morgen Abend. So. Zack, hier in den Bonus rein. Das Bonuslevel, die Bonus-Stage benutzen wir eigentlich nur zum Abkürzen und bringen uns ganz schnell um da drin. Wenn wir woanders rauskatapultiert und skippen nämlich ein bisschen was vom Level. Solche Sachen weiß ich noch, aber ich weiß halt nicht mehr alles perfekt, was man machen muss, um hier wunderbar vom schnellsten Weg durchs ganze Spiel zu kommen, weil manche Stages sind dann echt zu knüppelhart, weil für Speedrunning gibt es für jede Stage so eine krasse Strategie und das ist Hitler schon werden. So, gut, weiter geht's. Bling, 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 Rammel, Damm, Rammel, Rudi Rammler, so. Die Rammelsau. Fuck, ich bin so langsam. Wow, das war gerade ultra knapp. In der dritten Stage gestorben. Das wäre natürlich ein sehr guter Speedrun gewesen. Ich kann hier nochmal vorweg sagen, es wird nicht so ultra schnell sein jetzt wie Cryo 4. Im Verhältnis jetzt für die Länge des Spiels. Fuck, Arschloch, Titten. So. Oder wie ich damals A Link to the Past mal gespielt habe. Das war auch ein Speedrun, was ich mal wieder machen müsste. A Link to the Past, das war immer wieder awesome. Also die dritte Stage, wir sind immer noch unter 3 Minuten, das heißt eine Stage pro Minute, das ist ganz gut. Und ich habe so das Gefühl, der Part wird wieder riesig werden. So wie bei Cry of Fear. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht so schlimm ist, wie ich mir das jetzt rechne. Ich sag mal, alles unter 200 Megabyte ist gut. Ich weiß nicht, wie groß Cry of Fear war, ich glaube Cry of Fear war 500, 600 Megabyte groß. War ein bisschen bitter, aber mein Internet lässt ja nichts durch, das ist ja. Keine Ahnung. Panzer, Sperrpanzer rübergerollt, ich weiß ja nicht. Naja, jedenfalls, ja, du Scheißfisch! Mehr. So. Ja, ich weiß nicht, was ich groß sagen soll. So Speedrun-Taktiken muss ich hier, glaube ich, nicht erläutern. Einfach durchrennen und perfekten Weg machen. Alter, leck mich doch, mach ich halt ohne Fisch den Rest jetzt hier. Oh mein Gott, bin ich gut. Verdammt für diese. Alter, leck mich doch! Wenn ich jetzt hier sterbe, dann ist das echt ein bisschen fail. Aber werde ich nicht, denn ich bin Gott. Besser als Gott, ich bin. Oh, 4 Minuten, 4 Stages. Jetzt wird langsam knapp. Diesmal war ich ziemlich langsam in dieser Stage. Funky Kong, wir brauchen dich nicht, du kleiner Koks-Penner. So, gehen direkt in das Knallertal. Irgendwie so hieß es, glaube ich. Ich habe das als Kind nie geschafft. Als Kind bin ich nie über die erste Welt hinausgekommen im Spiel. Ich weiß doch nicht. Ich war, glaube ich, das größte Noob-Kind in Videospielen, was es gab. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht so gut wie jetzt. So, hier gibt es gleich eine kleine Abkürzung. Wie hat er sich jetzt geschossen eben? So, hier nehme ich rauf. Und dann chillen. Chillen, grillen, Kasten killen, oder wie das hieß. Dieser möchte gern Killerspruch. So. Speichern wollen wir nicht, weil Speichern ist was für Muschis. Wir machen nämlich hier direkt weiter. Eigentlich will ich dich gar nicht töten, Kleiner, aber das muss sein. Breakdance! Okay. Erste Stage ist einfach.
Furzgeräusche. Machen jeden glücklich. So, zweite Welt, die ist noch einfacher, glaube ich, zum Speedrun. Die dauert sogar noch kürzer, glaube ich. Nein, ich will den Frosch nicht haben. Der Frosch ist nämlich relativ... Oh, spring doch, du Kanackenfreund. Das gibt's ja nicht. Das gibt es nicht. Oh, ich bin gerade relativ langsam, weil Donkey Kong einfach so fett und langsam ist. Das ist nicht gut. So. Ich bin langsam unterwegs. Ich weiß nämlich noch, ich habe nämlich nebenbei noch meinen Wii-Split offen. Damals, wo ich halt meine Zeiten eingetragen habe beim Speedrun für dieses Spiel. Und da steht nämlich Ende von Welt 2, 8 Minuten 20. Und ich bin ja jetzt schon bei 6 Minuten Aufnahme circa. Naja. Zeiten ändern sich, Kinder. Zeiten ändern sich. Arrrr. So, drittes Level. Bouncy Ban Zanza. Ban Pimmelkacke Arsch. Ich hab's nicht gelesen. Bingelingeling. Klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Der Eiermann, der eiern kann. Der hoden kann. So, hier wünscht er durch. Nichts Spektakuläres, dieses Level. Ich hab das Level nie gemacht. Das ist irgendwie langweilig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, habe ich damals im Speedrun an diesem Level den Frosch geholt oder nicht? Ich hole ihn jetzt einfach, ist sicherer. Nicht, dass ich jetzt hier noch abkratze, weil ich habe das Zwischenspeicher fast ja nicht eingesammelt. Wäre natürlich ein bisschen uncool. Ein bisschen, ganz kleines bisschen. Eigentlich wäre es witzig, aber es ist uncool. Es ist kacke, so. Das war alles, was ich aussagen wollte. Doch, man ist mit Frosch schon relativ schnell, auch wenn ich die Steuerung von dem Frosch grottig und pimmel finde. Aber es geht schon. Zack, das war das Level. Nächstes Level gibt es auch wieder einen richtig langen Shortcut. Einen richtig kurzen Shortcut, keine Ahnung, wie man dazu sagt. Wenn man ganz viel vom Level skippt, na, keine Ahnung, ihr Kleinen möchte gerne. Pimmel, Pimmeler. Ihr Pimmelpiraten hier sitzen. Ja. Chrissy, Getreidegetränk! Vielleicht erinnern sich ja noch andere an die Getreidegetränke. Alte Livestream-Insider, damals war alles besser. Wir wussten es schon von unseren Großeltern, die noch zur Hitlerzeit gelebt haben und die dann auch abgefeiert haben. So, nicht wundern, warum ich die drei töte. Und jetzt sitzt ihr wahrscheinlich vor dem Bildschirm und denkt euch: Mama, warum tötet der die drei denn? Ja, ihr werdet gleich sehen. Moment. Hier, jetzt müssen wir Donkey Kong nämlich wählen, weil der springt höher und hier hoch. Und das ist ein Bonusfass. Das weiß natürlich jeder normale Spieler, dass da ein Bonusfass ist. Hier kann man durchrollen durch den Gegner. Ja, ein paar Sachen weiß ich halt noch. Beziehungsweise ich war mir gerade nicht mal sicher, ob das wirklich der Gegner war, wo man durchrollen kann. Ich hab's einfach mal riskiert. Bossfight, immer erst drauf springen, wenn er die Nüsse rausgespuckt hat. Die kleinen Knickknacks. Oh, kennt ihr Knickknacks, Knickknacks? Oh, ich liebe die, die sind so lecker. Die. Oh, dann muss ich probieren, die sind so lecker. So, okay, alles klar. Boss besiegt. Down! Kann ich kurz einen Schluck Punika trinken, meine ach so leckeren Punika. Ich bin momentan so um die 35 Sekunden langsamer als mein Rekord, sehe ich gerade im V-Split. Das geht sogar noch verhältnismäßig, finde ich. Und hier müssen wir jetzt ziemlich schnell sein, und zwar ziemlich, ziemlich schnell. Denn dann ist hier so ein Bonusfass. Und das katapultiert uns ziemlich ans Ende des Levels. Dieses Bonusfass, kleiner Tipp, ist nur mit Donkey Kong zu erreichen. Wenn man mit Diddy Kong den Weg so schnell macht, dann ist es, ja, irgendwie nicht da, keine Ahnung. Es macht einfach absolut null Sinn, aber es ist halt einfach so. So, hoffentlich schaffe ich den kleinen Shortcut jetzt hier. Ja, sehr gut. Läuft bei mir gerade. Muss man nicht auf den Biber springen, der von oben runterfällt, während er runterfällt, weil sonst schafft man es nicht auf den nächsten Adler rechtzeitig, weil man dann auf... Adler, Quatsch, das ist kein Adler, ein Geier. Und wenn man dann auf diesem Geier nämlich drauf ist, erlangt man genug Höhe, dass man einen Reifen, der oben am obersten Bildschirmrand ist, den man aber so gut wie gar nicht sieht, da muss man wirklich gut hingucken. Ran springt und... Holy shit, war das Pisse. Oh mein Gott. Oh. Okay, das ist Safety First, sag ich mal.
wie beim Sex auch. Safety first. Ich reib die Stange. Es sieht aus, als würde dir meinen Wichsen dieser Stange. Guck dir das mal an. Gebt euch das. Alter. Oh, die kommen, besorgen wir sie ihm richtig. Oh ja, Donkey. Okay. Mann, ist das spektakulär. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ist das spannend. Wenn man ab und zu meinen Gamepad hört, aber da habe ich das gerade ziemlich nah ans Mikro gehalten. Boah. Naja, das Level ist auch wirklich sehr innovativ und spannend, muss man einfach sagen. Also, Daumen hoch. Bestes Spiel der Welt. Okay, das klingt jetzt so ironisch, aber es ist halt wirklich... Donkey Kong ist Donkey Kong und... Ja. Das ist awesome, also... Muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Oh, Level beendet. Bempel, Tempel, Schwimpel, Pimpel, um Fang Royal aus einem seiner ältesten Let's Plays zu zitieren. Ich habe dieses Let's Play geliebt damals. Eins meiner ersten Let's Plays, was ich... Nicht vergessen, Fass mitnehmen. Ich hätte es gerade fast vergessen. Das ist ein elementar wichtig, um dieses Level zu speedrunnen. Denn dann kommen wir... Nee. Das ist jetzt nicht... Den Scheiß gesehen? Ich weiß nicht, ob ich es rausschneide. Ne, ich werde es nicht rausschneiden, weil Pannen beim sind wirklich super. Ich liebe Antivirenprogramme, verdammte Fickpisse. Das gibt's doch nicht. Nein! 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 Vogelstrauß, wieso? Oh mein Gott. Oh, bin ich langsam. Scheiße. Wieso rennt denn den Gegner rein, der Kackstrauß? Meine Güte. Ja toll, jetzt hätte ich es ohne Strauß genauso schnell gemacht, im Endeffekt, ohne zu sterben. Meine Güte, gibt es doch nicht. So, wo kamen die Gegner? Hier. Ist halt bitter, wenn man das nicht auswendig kennt, das Level, und dann versucht, einen verzweifelten Speedrun zu machen. Okay, das war schon wieder knapp. Die wollten mir gerade in die Beine laufen, ich habe es genau gesehen. Hab's genau gesehen, ihr kleinen Fuckers. Hui, wir rennen wie der Kack. Ich hab den Vogel so gehasst damals. Ich hasse ihn auch heute noch, ich weiß nicht. So ein Kacktier, ich weiß nicht, was das in Donkey Kong verloren hatte damals. Zum Glück gibt's das in den anderen Teilen nicht mehr. Das Expresso-Kack. Und fertig. Naja, wenn wir nicht gestorben, wäre das echt super gut gewesen, aber... Schade. Naja, gut. Kann ja nicht alles haben. Man hätte zwar gern mal irgendwas auf der ganzen Welt, aber man kann ja nicht alles haben. Fuck. Ah, das habe ich vergessen. Vergessen, dass ich dann aufpassen muss bei den Gegnern. Scheiße. Alles läuft. Ihr müsst euch so vorstellen, bei jedem Scheiß, den ich hier mache mit diesen Rollen, immer durch ganz viele Gegner durch, jedes Mal ist es so riskant, weil ich einfach keine Ahnung habe mehr, was dann kam. Du Kackstrauß, ich will dich nicht spielen. Ich würde lieber mit so einem kleinen Krokodil spielen, das ist viel süßer als du. Oh! Leck mich. Tschüss, Strauß. War geil. Echt. Du mal Kackstrauß. Ja, sammel das Fass wieder auf. Vollidiot. So. Nächstes Wasserlevel. Ding, 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 ding. Vor allem auf der Karte rennen sie hin und her, weißt du, anstatt dass sie einfach mal von der Brücke ins Wasser springen, die Kackaffen. Oh. Ja, an sich ist die Logik in dem Spiel nicht vorhanden. Naja, aber gut. Sind wir mal nicht so. Ja. Genau das passiert nämlich in Wasserleveln, die man nicht auswendig kennt. Jetzt wird es gefährlich kurz. Ja, hat geklappt, sehr gut. Zwischenspeicher nehmen wir mit. Ich glaube zwar nicht, dass ein Wasserlevel was passiert.
Es gibt ein schweres Wasserlevel am Ende, in der vorletzten Welt war das, glaube ich. Und das ist jetzt eigentlich kein Problem, da muss man jetzt eigentlich keine großen Sorgen bei haben. Schwimm doch nicht weg, wenn du noch lebst! Was ist denn mit dir? Oh, ich wurde getroffen! Oh, ich muss weg! Ah, ouch, ouch, mein Penis hat ist gebrochen! Alter, wenn ich jetzt sterb... Alter, du Kackfisch, Alter, ich nehme dich nie wieder mit. Direkt in die Zoohandlung mit dir, das kann's ja wohl nicht sein. So. So, normalerweise wäre ich in 7 Minuten fertig mit dieser Welt. Also, was muss ich jetzt in Highspeed machen? Also, normalerweise, ja, Quatsch, das klingt jetzt falsch, aber bei mir im Rekord war es so. Damals bei den Livestreams auf T-Earner, der mir gesperrt wurde, weil ich die Sex-Hotline angerufen habe. Das macht uns doch alle nass. Wieso werde ich dann gesperrt wegen sowas? Disco-Affe, Disco-Affe, duf, 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 Disco, 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 ups. Okay. Aufhören rumzualbern hier. Nein! Werf das doch nicht gegen ihr Arschloch. Was soll das? Du bist ja einer. Was? Tot! So, tschüss. Gut, alles klar. Aber irgendwie ist meine Nase gerade ein bisschen zu. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf der Skala von 1 bis Janilei, wie verstopft ist eure Nase? Okay, gut. Den Witz habe ich ja von Steve geklaut. Tut mir leid. Hallo, wechsel mal bitte. Dankeschön. Nein. So, danke. Kommen wir. Nein! Oh. Und den Schneeleveln muss ich mich ein wenig konzentrieren, deswegen werde ich jetzt ein bisschen weniger reden. Die sind wirklich nicht so einfach. Muss selbst ich als Core-Gamer muss ich das sagen. Jetzt komm, ich sterbe eh gleich. Ne, wobei, jetzt kommt jetzt das Zwischenspeicherfass. Das ist sehr gut. Und das schneit wie Kacke. Doch, spring da rein. Sehr gut. So, hey, Moment. Wie geht das nochmal jetzt? Ich glaube, ich muss hochschießen. Ja, richtig. Abkürzung. Oh, ich habe jetzt einfach alles auf eine Karte gesetzt. Ich wusste jetzt nicht, ob da die Abkürzung war. Oder ob ich mich jetzt in den Tod schieße. Bin ich wieder mutig heute, Kinder? Was ist los hier? Was ist los? Lass mich noch spielen. Was ist los, Mann? So. Und seht ihr da im Hintergrund auf der World Map, auf der Map von dieser Welt, da war Majora's Mask. Ich kann es gleich nochmal sagen, wo man die in etwa findet. Vielleicht habt ihr sie auch selber schon gesehen. Könnt auch zurückspulen, das Video kurz pausieren. Hier ist ein getarntes Teleportfass. Pimmelschlangen runterrutschen. Tausch mal auf Diddy Kong, du fetter Sack. So, sehr gut. Sehr schön. So, da, hinter uns, hinter dieser Stage. Da an der Wand, wo die Eiszapfen runterhängen. Da war die Majora's Mask. Ich hoffe, ihr habt sie gesehen. Gleich gibt's nochmal die Chance. Sie wird's noch ein paar Mal geben, weil die Welt irgendwie kacke und lange ist, aber... So, jetzt muss ich aufpassen. Ach, sehr gut. Wir dürfen den... Draußen ins Verrecken nicht verlieren, ich muss jetzt Button mashen. Ach, sehr gut, hat geklappt. Hat wahrscheinlich so geklungen, als würde ich fappen, hätte man meine Tasten gehört. Ich fapp dir in dein Joghurt. So. Vorsicht. Nein! Fick dich doch! Du Dreckspiel, du Kanackensau, du. Melk mich ab, du Sau, du Kleine. Das kann doch nicht sein. Ich hab das Zwischenspeicher fast, aber... Wobei, ich jetzt lieber nicht, weil dann könnte ich den Strauß nochmal neu holen. Fuck. Du Retard-Game, du Kleines, du. Das gibt's doch nicht. Fuck. Ich meine, okay, so dramatisch ist es jetzt nicht, weil das Level... Fick ist. Aber es geht eigentlich noch. So. Brauchen
Diddy Kong, weil das wird gleich gefährlich. Es gibt nämlich gleich eine Stelle in dem Level, wo ich grundsätzlich getroffen werde, selbst wenn ich es casual durchspiele. Keine Ahnung, was die Entwickler sich dabei damals gedacht haben. Hier, die Stelle nämlich. Ja, keine Ahnung. War nicht gut. Ich habe jetzt auch nicht sonderlich gut aufgepasst. Exit, sehr gut. Na, zweimal gestorben ist er. Da hinter uns, hinter uns, da hinter die, da ist. Warte, was passt? Okay. So gut ist das Easter Egg jetzt auch nicht, aber ich wollte es euch nur mal sagen. Ich weiß nicht mal, ob das die Majora's Mask ist. Es sieht irgendwie so aus. Was ein Zufall, Chrissy. Du hast es vorhin beim Teilen hast du noch Majora's Mask erwähnt. Mann, das ist ja echt wieder alles hier. Unglaublich. So. Ich glaube, es ist sie. Also, ich meine, ich weiß es nicht, weil ich habe es irgendwann mal gesehen, als ich 12 war das, glaube ich, und dann habe ich mir gedacht, hä, ist das nicht dieses von dem einen Nintendo 64-Spiel, was ich nie gespielt habe, weil wir kein N64 haben, verdammte Kacke. Damals wollte ich den unbedingt haben, den N64. Hatte ich aber nie. Naja. Oh, was war's? Wieso despawnst du nicht, du Kackgegner? Hast du deine eigene. Ja, wir sind ein dummer Affe. Hast du deine eigene Regel, du Scheißgegner, oder was? Deine eigene Regelblutung, der Kackgegner. Oh Gott, bin ich gerade langsam, Leute. Fuck. Das ist kein Speedrun mehr. Das ist nur noch hässlich. Und das nur wegen dem kleinen Gegner, der nicht verschwunden ist. Normalerweise schwimmt der Gegner nämlich nie da hoch. Keine Ahnung, warum der eben bei mir da war. Keine Ahnung. War bei mir vorher noch nie da, also. Naja, Betrug ist das auf jeden Fall. Man weiß jetzt halt nicht, warum das kam. Da, dieser kleine Kackgegner. Dieser kleine Drecksgegner. Fischfick. Hört er schon wieder da? Was ist das? Der ist damals nie gewesen. Meine Güte, was soll das denn? Geht vor Gericht. Die werden eh alle irgendwann gefangen, die ganzen Kackgegnerfische hier. Das Fisch Captain, das Fischstäbchen verarbeitet. Obwohl ich selber gar keinen Fisch mag, muss ich sagen. Aber ich hatte mal ein Aquarium damals. Aber irgendwie sind die Fische immer weggestorben, wie Butter vom Brot wegging. Pff, was laber ich eigentlich? Oh mein Gott. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ich hab's nicht mehr. Schon seit Jahren nicht mehr. Ist einfach ein leerer Platz in meinem Zimmer an der Stelle, wo das war. Eigentlich ist das Level halt ja auch nicht gefährlich. Ich weiß nicht, warum ich da gestorben bin. Das war halt echt ein bisschen sehr unnötig, muss man sagen. Bedauerlicherweise. Falsche Richtung, fuck. Hier gehen wir kurz rein, das ist ein kleines Secret. Das Leben ist jetzt unwichtig, aber der Fisch, den ich eigentlich scheiße finde und zur Adoption freigeben will, der ist hier. Guck mal, wie Donkey Kong ihn richtig in den Arsch fickt. Oh. So richtig intensiv mit ganz viel Liebe. Alter, geht ihm einer ab, dem Donkey. Alter, eigentlich wäre ich mit der Schneewelt jetzt gleich fertig in ein paar Sekunden. Bei meinem Rekord. Oh je, da hänge ich aber ein bisschen hinterher. Aber es war mir klar, dass ich. Alter, wechselt halt noch ein bisschen knapper, ihr behinderten Primaten. War mir klar, dass ich keinen neuen Rekord kriege. Vor allem, wenn ich so improvisatorisch einfach mal wieder durchspeedrunne, obwohl ich es ewig nicht gespeedrunnt habe, das Spiel. Nichts anderes zu erwarten, aber es läuft ja eigentlich besser als ich gedacht habe sogar. In dem her ist ja alles gut. Alles gut. Das ist eins der einfachsten Level. Also. Und dann werde ich getroffen. Naja. Aber eins der einfachsten Level im späten Spielverlauf, sagen wir es mal so. Ich hab's einfache Level, komm jetzt nicht nochmal. Ich bin mir gerade unsicher. Bin
bing. Bibbidi-bing. Bing bing. Bidim 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 bidim. Und schon das Zwischenspiel fast. Ich glaube, das Level war relativ kurz. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich muss ja einfach irgendwas von mir geben hier. Damit das Video noch halbwegs lustig oder intelligent wird. Keine Ahnung. Oh, ich gebe ein Video! Oh. Fuck. Man muss aber sagen, meine billigen Witze, was mir gerade auffällt, haben sich über die Jahre nie geändert. Also als ich angefangen habe zu Let's Playen, war ich natürlich noch schüchtern, aber dann im Verlauf, so 2011 anfangen oder so, irgendwie ist mein Humor immer noch gleich wie damals und das ist, glaube ich, gut so, weil das war immer wieder lustig. Und du stirbst jetzt ganz schnell, du Arschloch. Oh. Falls euch fragt, hä, spring doch da drauf, du Vollpfosten. Das geht nicht. Bis er in die Weite springt, dann geht's. Aber wenn er in die Höhe springt, geht's nicht. Hui, besiegt! Ich kann wieder ein Stück Punika trinken, ich bin gerettet. Creamrock Industries. Sehr gut. Das Level war ein wirkliches Speedrun-Durchrush-Level. Ich bedauere, dass ich das wohl nicht mehr so kann, das Level hier. Wobei das gerade stylisch aussah, muss ich sagen. Das sah auch sehr. Ah, das Level war so witzig einfach zum Speedrun. Man konnte hier so krasse, geile Pillar-Killer-Tricks machen. Ja, da hat man ein paar Pillars gekillt. Ein paar Schneeblies. So, wie ging das jetzt hier? Einfach nur durchrollen, auf den rauf, so runterrollen. Versuch halt zusammenzukriegen, während ich das Spiel, wie das Level aussieht. Gar nicht so einfach. Das war gut. Das war scheiße. Das war gut. Alter, wie habe ich das denn jetzt überlebt? Naja, gut. Ich nehme es einfach mal so hin. Lief eigentlich. Hätte besser sein können, aber lief. Trick, Track, Track, Star Trek, Pimmel, Kacke. So, okay. Moment, das war. Das war das Level. Okay, sehr gut. Sehr gut. Das ist aber. Leck mich doch, du Affenart. Hallo, wir sind deine Familie, du bist auch ein Affe. Wieso bewirfst du uns eigentlich? Was ist denn los? Sash, Krieg oder was? Es ist Krieg. Die Schlange mal richtig zerspritzen quasi. Das klingt irgendwie so, keine Ahnung. So in der Art. Übertreib wieder ein bisschen, natürlich. Ich muss ja wieder bei allem, was ich irgendwie sage, übertreiben. Aber gut. Was? Spring doch! Hallo? Was bist du denn für einer? Meine Güte. Und ihr Zuschauer, seid ihr schon eingeschlafen oder seid ihr noch wach? Insbesondere Chrissy, weil ich das für sie machen musste. Das heißt, das Video wird auch ganz angeguckt. Und erst aufstehen, wenn der Teller leer ist, ja? Ist das... Ich lebe noch, okay, sehr gut. Ist das klar? Stirbt eine Nuttenbiene. Die geht auf den Bienenstrich. Also mit der würde ich echt nichts anfangen, Leute. Das ist eine verhurte Biene gewesen gerade. Sowas sollte es in unserer Bienengesellschaft nicht geben. Oh! Alter, wie hab ich das? Ich weiß nicht, was gerade abgeht. Es läuft auf jeden Fall gerade irgendwie. Mal, da hängt ein Penis von der Decke. Mhm. Der Dance-Affe. Okay. Mhm. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, du kleiner Frosch-Kanacken-Arsch. Ich sag die ganze Zeit Kanacken. Also, Leute, das soll jetzt nicht rassistisch sein. So, okay.
Das läuft sogar. Ich weiß aber leider halt nicht auswendig, wo diese Räder kommen. Da kommt jetzt eins, genau. Aber austricksen. Na, nein, Fisch! Alter, wenn du jetzt. Alter, nein. Oh, ich glaub's nicht. Jetzt muss ich dieses Kacklevel ohne Fisch machen. Alter, also das ist ja wohl echt Kritik an der Gesellschaft, oder was? Dieses Level hier alles verseucht. Ich meine, das soll ja wohl sagen, stoppt die Atomreaktoren. Ihr Mistarsch. Ja, das genau das soll's heißen, ihr Mistarsch. Ganz viele Bananas for me. Oh, okay. Muss ein bisschen vorsichtig sein, weil das Level ist wirklich ein bisschen gefährlicher, sagen wir mal so. Okay. Vogel-Scheißstrauß. Alles klar. Nein, stimmt, hier muss ich oben schwimmen. Oh mein Gott, ich wäre fast durch den Fischschwarm hier durchgebrettert, wie so ein irrer, kranker Arsch. So habe ich das dann doch noch unterlassen. Alles klar, nächstes Level. Minecart Madness. Das ist wieder ein Loren-Level. Aber diesmal müssen wir dieses Loren-Level wirklich machen und nicht einfach nur feige abkürzen wie in der zweiten Welt, Level 2. Diesmal wird es echt ernst. Also da muss man schon ein bisschen weinen, so ernst ist es. Hier geht es nicht mehr um den Spaß, hier geht es nur noch ums Sterben. Oh, oh! War nicht gefährlich. Oh, oh! War nicht gefährlich. Die Musik ist einfach awesome, muss man sagen. Echt. Oh, war nicht gefährlich. Oh, war nicht gefährlich. So. Wer baut denn solche Schienen? Einfach Pillar in der Luft. Weiß nicht, irgendwie so. Naja, ganz eigenartig. War bestimmt ein kleines Kind wieder am Werk, was sich denkt: Hey, in der Luft können Schienen fliegen. Ja, so denkt man ja als kleines Kind. Total zugedröhnt und komisch. Naja. Ich mag Kinder. Alles cool. Hey, müssen wir nicht anzeigen. So. Du, der Zuschauer 19, auf mich zu zeigen. Meine Güte. Ich schlabber dich aus. So, okay. Alles klar. Eine Stage noch und dann kommt auch schon wieder der Endgegner dieser Welt. Oh, diese Stage ist böse. An, aus, im Dunkeln ist gut munkeln, denken. Was? Im Dunkeln ist gut munkeln. Mehr hat man sich für diese Stage einfach nicht gedacht. Außer vielleicht. Der Gegner tötet den Spieler bestimmt, weil er nicht sieht. So war das wahrscheinlich. Ah, fuck, ich dachte, da wäre die Plattform. Ah, scheiße. Okay, da hab mich meine Erinnerung leider betrogen. Mit so Barbara Salisch. Salisch? Ich glaube, so hieß die. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht so ein Gerichtssendungsschauer wie irgendwelche Leute, die gerne Gerichtssendungen schauen. Oh, ich hasse dieses Stage. Das ist so beschissen. Jetzt will ich schon wieder Zeit hier. Gibt's aber nicht. Mittlerweile wäre ich übrigens fertig mit dieser Welt bei meinem Rekord. Oh, oh. Beißende Gegners. Ganz viele beißende Gegner. Oh mein Gott, wie unfair. Fuckt euch doch alle. Ich glaube, jetzt wird's unfair. Ja. Okay, alles klar. Ich meine, ich gerade ein
bisschen vorsichtig und langsam spiele, aber das wollte ich jetzt gerade nicht riskieren. Nochmal zu sterben wäre ein bisschen blöd geworden. Und zum Endgegner. Nein, du kleine Maus. Wie Donkey Kong einfach in Zeitlupe läuft und sich denkt, oh, ich bin cool. Prinzip dieses Bosses ist ganz einfach die Gegner immer töten und. Nein! Oh mein Gott, ich habe die Gegner vertauscht. Ich dachte, jetzt kommen die Fatties, nicht die. Klapptrap heißen die, glaube ich. Ich weiß nicht. Jetzt kommen die Fatties wahrscheinlich. Ja, da sind die Fatties. Nein! Ich sterbe bei dem Boss! Kacke. Nicht gut. Das ist gar nicht cool. Das ist gar nicht cool. Fuck. Der Boss läuft gerade gar nicht. Die Welt lief gar nicht. Also seit der Schneewelt ist irgendwie nicht mehr so super. Ey, sag mal. Ey, was soll das denn jetzt? Wieso sind die Gegner gerade so random? Der du scheiß Gegner, der mich aufgefressen hat letztes Mal. Ich sing so gut. Sterb, ihr kleinen Retards. Was? Wie? Geil. Toll. Okay, Leute, das muss ich kurz erklären. Mein Spiel wurde rausgetappt, weil eine weitere Fehlermeldung bei mir aufgegangen ist. Mein PC ist gar nicht vollgewirrt oder so, das ist sehr gut. Es ist dumm. Was ist denn das mit dem Boss jetzt hier? Keine Ahnung, was der will. Das ist plötzlich irgendwie. Bei dem Boss bin ich nie gestorben. Nicht mal als Kind bin ich hier gestorben bei dem scheiß Boss. Selbst als Kind habe ich den umgenudelt, als wäre er eine kleine Kacke. Ja, so sieht's nämlich aus. Stirb Fatty 1, stirb Fatty 2. Breakdance, Breakdance, Diddy, Breakdance. Breakdance, geh ab, Breakdance. Okay, alles klar. Die sind gemein. So. Ich bin tot, ich bin ein dummes Fass, das nichts kann. Ich kann nur Fehlermeldungen heraufbeschwören, die den Spieler umbringen. Kackgegner, Alter. So, gut. Letzte Welt des Spiels. In Donkey Kongs Nasenhöhle nämlich. So. Das ist jetzt bitter, weil die Stage kann man nicht wirklich speedrunnen. Einfach aus dem einfachen Grund, ja, weil es hier keinen Teleport-Fass gibt in dem Level und auch keinen Weg, das zu beschleunigen, weil man einfach mit der Plattform laufen muss, quasi. Was irgendwie, naja, nicht spannend. Voll langsam so, ey. Ja, Zuschauer 21,36 Pi, ich weiß. Ja, Zuschauer 1, ich weiß, dass man nicht Komma Pi sagen kann, weil das bescheuert ist und keine richtige grammatikalische Regel ist. Und ihr hört bitte auf, an euren Handys rumzuspielen, weil ich das Video hier nicht mache, damit man es so nebenbei laufen lässt und es gar nicht wirklich guckt, ja? Also, komm, so fair muss man sein. Es ist so casual, dieses Level. Ich weiß nicht, was ich hier. Hier kann man nichts schnell machen. Ich habe ja schon mal bei Awesome Games Done Quick gab es nämlich auch jemanden, der Donkey Kong Country 1 gespielt hat und so weiter und so fort. Und ja, der hat einfach auch nur rumgesessen und sich gelangweilt, weil das Level einfach kacke und langweilig ist. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun. Ich weiß es nicht. Die Entwickler hatten selbst keine Ahnung, was sie machen sollen. Eben, diese zwei Fässer, habt ihr die gesehen?
Die sind eigentlich nur dafür da, dass man die Bananenstaude kriegt, aber die kann man sich selbst durch Hochspringen einsammeln. Das ist so dumm. Die haben sich nichts gedacht, die haben sich einfach gedacht, ey, ein Level, was lang dauert, Mensch. Ronald, das ist doch eine gute Idee. Ja, das ist supi! Super geile Idee, Cody! Richtig scheiß Idee ist das. Mal langweilige Level. So, endlich. Tut mir leid, dass ich ein bisschen rumflame, aber ich mag das Level einfach gar nicht. Ich mag allgemein solche Level, so Scrolling-Level oder so, mag ich einfach aus dem Grund halt gar nicht, dass es halt einfach eine vorgeschriebene Geschwindigkeit gibt und ich nicht abgehen kann. Hui! Kurz warten. Nein! Kacke. Ich bin ein böser Mann, der ganz laut schreien muss, wenn er stirbt, damit es wirklich die Nachbarn auch mitbekommen. Die Nachbarn sind nicht zu Hause, ausgeleckt, würde ich sagen. Seht ihr euch an, wie er mit seinen Tattoos rumrennt und seinem grimmigen Blick und sich denkt, oh, die Weiber laufen mir zu, oh, ich bin so geil. Meine Güte, ey. Zu viel Selbstvertrauen, der kleine Pimmler. Ah, leck mich doch, ich hab noch Donkey Kong. Geh nach Hause. Das wäre wieder bitter gewesen. Einfach auf den letzten Zentimeter sterben, einfach weil, keine Ahnung, macht Spaß. Also im Grunde muss man sagen, die letzte Welt von Donkey Kong Country 1 ist halt. Ja, weiß nicht, ist halt. Die Level haben halt keinen. Weißt du, es gibt ja immer in Jump'n'Runs bei vielen Leveln immer so ein bestimmtes Thema, sage ich mal. Und ich meine, hier in der letzten Welt ist es halt nichts Besonderes. In dem einen war es eine fahrende Plattform, die Tank braucht, wie. Keine Ahnung was, ich kenne mich mit Autos nicht so aus. Ich hätte ein witziges Beispiel gebracht gegen ein Auto, was man dann hätte haten können zusammen, aber naja. Keine Ahnung. Und dann sowas mit diesen ganzen Rädern. Jetzt hier die ganzen Gegner, die hier zu 5 Milliarden gespawnt werden. Also es ist irgendwie nichts Besonderes, diese Welt. Deswegen mag ich die auch nicht so. Schwer ist sie vielleicht, wenn man das Spiel halt noch nicht auswendig kennt. Aber an sich ist es. Kein großer Akt hier durchzukommen, das ist halt irgendwie. Das sind irgendwie alles Fülllevel, sag ich mal, was irgendwie nichts Besonderes ist. Ja, ich übe Kritik an einem Videospiel. Woo! Nein. Zwei Stages kommen noch, soweit ich mich zurückerinnere. Das ist jetzt ein besonderes Level, das ist wenigstens besonders. Licht an und aus und diese komischen Klapptrops, die ganze Zeit meinen, sie müssten uns kopieren, weil sie kleine Mitläufer und Nachmacher sind. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu belehren, Immanuel Kant. Vertreter der Aufklärung. So. Genug Bildung in einen Part gepackt. Ja, Part sind es ja nicht. Es ist ein Speedrun, ja? Es ist nicht irgendein Let's Play-Part oder sowas. Was ganz Besonderes ist das hier, ja? Siehst du, etwas, was ich extra für einen Menschen mache, ja? Ich hoffe, du freust dich, Chrissy. Ja, freust dich, Ja, ich bin tot. Shit! Shit! Zu viel gefreut. Ah, ich bin gerade relativ langsam unterwegs. Das ist schade, aber. Naja. Ich habe mir so gedacht, alles, was unter 55 Minuten ist, ist okay. Ich hoffe mal, dass ich jetzt unter 55 Minuten bleibe. Ja, unter 50 habe ich mir eigentlich gedacht am Anfang, aber 50 wird echt ein bisschen sehr knapp. 50 Minuten. Bam, bam. Spannendes Levelprinzip, ganz viele Reifen. Copy and pasted.
Ist das spannend, Donkey Kong Arcade Game. So sah das gerade aus, wie dieses ganz alte, wo man als Mario da hoch muss und Donkey Kong dann da. Also mit dieser richtig beschissenen Steuerung. Ihr wisst schon, ach egal. Ja, ich weiß, viele alten Spiele hatten eine richtig beschissene Steuerung, aber. Mein Gott, man kann ja wohl einmal wissen, was ich meine, oder was? Dieses Level kann man wenigstens mal wieder ein bisschen durchrushen, aber auch nicht so viel. So rein theoretisch schon, aber ich halt nicht. Weil ich das jetzt nicht auswendig kenne. Hause. Nein! Verdammte Kacke. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Armadillo, geh nach Hause. Es gürtelt hier. Das der Zwischenspeicherfass, sehr gut. Der Zwischenspeicherfass ist da, ja. Der Gerät würde mich empfangen und sich denken: Hey, Kumpel! Bam, bam, bam. Jetzt nehmen wir Diddy Kong, weil das ist einfacher und außerdem gibt es am Ende noch einen kleinen Shortcut. Eine Abkürzung. Hier war es nicht. Hier war es nicht, hier war es nicht! Nein! Oh, ich bin so dumm. Das gibt's doch nicht. Sorry, Leute, ich versau's gerade volle Kanne, ey. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich Depri. Ich bin viel öfter gestorben, als ich erwartet habe, eigentlich. Okay, wenn man Speedrun stirbt, man doch ein bisschen öfter, weil es ein bisschen gefährlicher ist, aber komm. Also, so hätte ich mir das nicht eher. Danke. Falls jemand Gesundheit gesagt hat. Naja, ihr habt es mir einfach mal so gedacht jetzt, weil ihr ja ganz liebe kleine Menschis seid. Hier war es nämlich noch nicht. Es kommt, gibt nämlich später eine Stelle, die sieht genauso aus wie hier. Und da muss man abkürzen. Fuck. Richtig unfair, dass das Spiel mit Copy and Paste arbeitet, um meine Erinnerung zu manipulieren. Hier nämlich. Und dann. Also ich glaube, das mit unter 45 Minuten, unter Quatsch, unter 55 Minuten wird jetzt echt knapp. By the way, mit der Zeit, die ich jetzt habe, wäre ich übrigens schon durch mit dem Spiel im Normalfall. Wenn es gut gelaufen wäre und wenn ich eingespielt wäre in dem Speedrun hier. In Link to the Past könnte ich, glaube ich, relativ schnell jetzt von der Hand spielen, aber so ein Jump'n'Run ist, glaube ich, sogar echt schwieriger als ein Adventure zum Speedrun. Deswegen ist Cry of Fear eigentlich nicht so schwer gewesen. Ich meine, Cry of Fear habe ich das erste Mal durchgespielt und 5 Tage später oder so, oder 6 Tage später habe ich den Speedrun gemacht. Okay, 1,5 Wochen später vielleicht, sagen wir es mal so. Ich will es mal nicht untertreiben hier, aber. So, toll. Wegen diesem kleinen Shortcut, weißt du, wegen dem kleinen Shortcut, den ich jemand zeigen will, sterbe ich wieder. Das ist. Naja. Wir schaffen das noch unter. Nein, du willst es nicht speichern. Wir schaffen das noch unter 55 Minuten. Hoffe ich, weil das wird echt knapp. Das wird echt sehr knapp, glaube ich. Drückt mir die Daumen, dass es noch 55 Minuten werden. Wobei es ja eigentlich nicht spannend ist für euch. Ihr guckt in den Titel und da steht die Zeit. Und wenn es unter 55 ist, denkt euch, ja, super, toll. Kauft den Keks, du Kack. Nur einmal noch treffen. Der Boss ist so peinlich simpel, ich weiß ja nicht. Kann ich wenigstens nochmal Punika saufen? Letzter Endgegner.
Kinky Fett. Nee, keine Ahnung. Kinky Rule, natürlich. König der Cremelings. Der Cremelings, die benutzen ganz viel Nivea-Creme, deswegen heißen sie auch Cremelings. Cremelings eigentlich, glaube ich, so ausgesprochen. Keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Ist ja nur eine meiner Lieblingsspielereien, deswegen muss ich ja nicht wissen, wie Bösewichte ausgesprochen werden. Keine Ahnung. Es macht ja alles keinen Sinn hier. So. Der Bossfight dauert halt eine Weile, deswegen weiß ich nicht, ob das mit den 55 Minuten noch machbar ist. Aber im Normalfall schon, der Bossfight dauert im Normalfall jetzt wirklich keine 5 Minuten. Zwei vielleicht, aber. So drehen. Boah, ist der Boss schwer, ich glaub's nicht. Oh, Getreide. Also, es ist eine Bananenstaude, ich dachte gerade. Es sah ganz aus, als würde da Getreide rumliegen. Frag mich, wieso. Echt nicht, bitte nicht. Man muss ja sagen, es ist episch. Man muss das ja wirklich. Also, dann auch noch für die damaligen Verhältnisse. Also, das Spiel ist echt. Mein Schiff, fickt euch, wenn ihr das Spiel nicht mögt. Echt nicht. Dann fickt euch wirklich. Oh, ich habe Rotze in der Nase. Und Rotze reimt sich auf. Richtig. Kühlschrank. So, Spiel durchgespielt. Sehr gut. Dann könnt ihr jetzt hier merken, dass es irgendwie Bullshit ist, was da steht, weil alles mit K geschrieben ist. Und da irgendwelche Gegner und er selber als Boss eingetragen ist bei irgendwelchen Kacksachen, die keinen interessiert, weil keiner Credits mag. So. Und jetzt ducken. Hui. Als kleines Kind habe ich mich so erschreckt. Ich habe das Gamepad weggeworfen und habe mir gedacht, Mama, ich will nicht mehr leben. Okay, so in der Art war es zumindest, aber. Ein Treffer noch, ein Treffer trennt uns vom unabdinglichen Sieg. Keine Ahnung, ob das ein Wort ist. Ich habe einfach gedacht, das ist ein super tolles Wort. Obacht, wir könnten noch sterben. Aber nein, das passiert nicht mehr. Er ist tot. Kleine Schlampe. Gut, wir waren unter 55 Minuten. War gut. Ray doesn't talk to my boy. Who the fuck, der Young? Oh, ich kann nicht so schnell lesen, weil ich trinken muss. Und nur Husten unterdrücken muss, weil ich mich gerade verschluckt habe. Weil ich zu alt bin. Ja, doch, doch, ja. Und jetzt geh nach Hause lernen. Sonst wirst du so eine Hartz-IV-Empfänger wie ich einer war. Ich konnte meine Familie nicht erlernen, deswegen wurdet ihr Affen. Ja. Oh, diese Welt, ja. Nichts geht's mehr umsonst. Spritpreise steigen immer mehr. Gut, okay. Ich denke mal, das reicht dann auch. Es würden die Credits kommen und die Gegner alle nacheinander. Also jetzt kommen erst die Gegner alle aufgelistet mit Namen und so weiter und so fort. Und die Credits ist, denke ich mal, jetzt nicht relevant hierfür. Es war nur ein Speedrun, also von dem her. Gut. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, Chrissy, und ich hoffe, ich habe dich glücklich gemacht. Ich bin ein Pirat. Okay. Das heißt dann wohl das. Was? Tschüss.